Dies ist der Tag, den der Herr macht. Lasst uns an ihm uns freuen und fröhlich sein. Ja, für die evangelische Kirchengemeinde in Bad Perlach und Putzbrunn ist das heute ein Festtag. Philipp Stolz wird heute auf der zweiten Pfarrstelle eingeführt. Heute gehört zu den Wohltaten Gottes, mit Händen greifbar zu sein, mitten unter uns, wenn wir Brot und Wein empfangen, aber auch wenn wir dich sehen und hören, lieber Philipp Stolz. Sprich ja zu meinen Taten, hilf selbst das Beste raten, den Anfang mit und Ende, ach Herr, zum Besten wende. Mit Segen mich beschütte, mein Herz sei deine Hütte, dein Wort sei meine Speise, gesegnet im Himmel reise. Ich freue mich sehr, lieber Herr Stolz, Sie als neuen Pfarrer auf der zweiten Pfarrstelle der Jubilate-Gemeinde einführen zu dürfen. Sie waren bis Ende Oktober letzten Jahres Vikar in dieser Kirchengemeinde, sind vor 3 Wochen in der Jubilate-Kirche ordiniert worden. Das ist für die Katholiken, die das nicht wissen, das evangelische Pendant zur Priesterweihe und arbeiten nun mit den im Vikariat erworbenen Kenntnissen und vielen guten Erfahrungen aus der Zeit hier einfach weiter als Kollege Ihres bisherigen Mentors. Der Spruch für die heute beginnende Woche steht im Römerbrief, im 5. Kapitel. Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. In diesem Satz ist das Evangelium, die frohe Botschaft, kurz und prägnant zusammengefasst. Lieber Herr Stolz, für Ihre Aufgabe als Pfarrer bringen Sie wunderbare Voraussetzungen mit und sind von Gott mit vielen Talenten beschenkt. Sie wollen nah bei den Menschen vor Ort sein, ins direkte Gespräch kommen und nicht einfach theologische Allgemeinheiten von der Kanzel herab verkündigen. Lieber Bruder Philipp Stolz, bist du bereit, den Dienst eines Pfarrers in der Jubilate-Kirchengemeinde zu übernehmen, mit ihrem Kirchenvorstand und allen, die in der Gemeinde Dienst tun, zusammenzuarbeiten und dein Amt so zu führen, wie du es bei der Ordination vor 3 Wochen versprochen hast, zur Ehre Gottes und zum Wohl der Kirche, so bezeuge es vor Gott und dieser Gemeinde mit deinem Ja. Ja, mit Gottes Hilfe. Knie nun nieder, dass wir für dich beten, dir die Hände auflegen und dich segnen. Du treuer Gott und Vater, wir danken dir, dass du die Bitten deiner Gemeinde erhörst und Arbeiter in deine Ernte sendest. Du hast dieser Gemeinde wieder einen Pfarrer gegeben. Wir bitten dich, erfülle ihn mit deinem Geist, dass er dein Wort mit Freude verkündigt und deine Gemeinde mit den Sakramenten nach deinem Willen dient. Der Herr segne dich, er segne deinen Dienst an allen, die dir anvertraut sind. Allein auf Gott, allein auf Sohn. Das soll mein Schatz sein,
Unter den vielen Figuren, die mir in der Bibel begegnen, ist für mich Nikodemus besonders sympathisch. Und das aus zwei Gründen. Dieser angesehene Mann aus dem Hohen Rat schleicht sich mitten in der Nacht einmal nach draußen. Und zweitens, er ist ein Mann, der seine eigene Meinung sich bilden will. Er läuft Jesus nicht einfach so nach, wie die große Menge. Nikodemus fragt Jesus, was genau ist deine Botschaft und wie kann ich das verstehen? Eine simple Unterscheidung zwischen Gut und Böse, Licht und Finsternis ist zu einfach. Sie wird der Welt nicht gerecht und auch nicht diesem komplexen Predigttext. Der Predigttext beschreibt, dass etwas nicht zusammenpasst. Das Licht kommt in die Welt, aber die Menschen lieben die Finsternis mehr. Ich denke, die Welt ist nicht schlecht, aber sie ist nicht stimmig. Meist liegen Licht und Schatten so nahe beieinander, dass sie nur sehr schwer zu unterscheiden sind. Und fast immer ist es so, dass wir mit dem, was wir tun, genau dazwischen bleiben. Darum ist es wichtig, eine eigene Position zu haben, die erkennbar im eigenen Glauben, in den eigenen Überzeugungen wurzelt und die dann in den eigenen Taten stimmig bleibt. Das sind die Finsternis und das Licht, von dem Jesus zu Nikodemus spricht. Sie betreffen jeden von uns. Denn Menschen sind nicht nur gut und hell oder schlecht und finster. Sie sind beides, zwielichtig. Ja, es gibt schlechte Taten und es gibt Finsternis. Wir scheinen sie fast zu lieben, aber es gibt auch Licht. Jeder von uns Menschen trägt das in sich in den unterschiedlichsten Schattierungen. Aber das ändert nichts daran, dass wir Menschen im Glauben gerettet sind. Und das Gericht bedeutet, dass alles ans Licht kommt und wir geheilt werden. Herzlich möchten wir als Vertreter der katholischen Nachbargemeinde St. Stephan und seit heute auch im großen Pfarrverband Vierbrunnen, Otterbrunn mit 7 Pfarreien beheimatet, möchten wir dir herzlich zur Einführung hier als Pfarrer gratulieren. Und was für uns wichtig ist, wir freuen uns sehr, dass die ökumenische Arbeit mit dir auf ein gutes Maß geführt wird. So wünschen wir dir viel Freude, Gottes Segen in deinem Dienst und vor allem mit uns wieder weiterhin beste Zusammenarbeit. Als Klassensprecherin fürs Pfarrkapitel freue ich mich sehr, dass du jetzt so richtig zu uns gehörst. Du warst ja schon vorher Teil von unserem Pfarrkapitel und wir kennen dich auch schon alle gut und freuen uns, dass du jetzt mit dabei bist. Es ist ein lustiges Pfarrkapitel und wir haben schon viel miteinander erlebt und hoffen, dass wir dich da jetzt auch ganz gut mit integrieren können. Im Namen des Kirchenvorstands möchte ich dich willkommen heißen, zurück in Putzbrunn und Waldperlach. Im Herbst hast du uns verlassen und unser Pfarrer Deckwitz musste die harte Winterzeit überdauern. Und nun bist du im Frühling reumütig, nein, das war ja geplant, als halber Pfarrer mit vollem Einsatz zurückgekehrt. Ein Buch über moderne Kirchenbauten und wie die uns einfach die Präsenz Gottes nahe bringen. Und das andere ist ein Segenszeichen, was in der Bibel immer dann genannt wird, wenn es um die endzeitliche Vollendung geht und der volle Segen Gottes da ist. Es ist schlicht und ergreifend fett.
Schön ist so ein Kirchenbau, Juppei die, Juppei da, kanzelfrei für Mann und Frau. Juppei die, da, ist mal eine Frau gegangen, kann ein Mann dort neu anfangen. Freude strahlend kommt rein, Juppei die, Juppei da. Sonnenschein, Juppei die Heida. Alt und Jung will er betreuen, Putz und kann sich darauf freuen. Was mich einfach sehr freut, dass ich hier im Putzbrunnen sein kann. Und viele Leute sagen gerne, jetzt ist der Euweiner da. Ja? Also das ist ja wirklich so, dass ich hier schon mit dem Rad als kleiner Junge irgendwie rumgefahren bin und jetzt hocke ich noch immer hier. Mich freut es einfach. Das zeigt ja, dass es hier schön ist, ja, und dass ich hier gern bleibe. Darum hoffe ich jetzt, dass ich auch noch eine Zeit lang mehr da bin. Ich freue mich, in der Ökumene und hier in dieser Gemeinde tätig zu sein. Herzlichen Dank Ihnen allen fürs Kommen und Abend.